Nein, du darfst nicht. Ich will aber. Nein, du hast doch gehört, du darfst nicht raus auf den Spielplatz. Ich will aber. Ich will jetzt rutschen. Ich will auf die Schaukel. Ich will da rumlaufen. Nein, du weißt doch, wegen Corona dürfen wir jetzt gerade nicht raus. Du bist doof. Ach, Jack. Hallo, Kinder. Ja, seid ihr schon dabei? Oh, hallo. Habt ihr das gesehen, was gerade passiert ist? Ich glaube, die haben das gesehen. Oh nein. Ja, tut uns leid, aber Jack will gerade auf den Spielplatz und er darf nicht. Vielleicht geht das euch auch so, ne? Ja, das ist doof. Er war nur zu Hause und ich hatte noch nicht mal einen Garten hier. Ja, wir wohnen unterm Dach. Da haben wir keinen Garten. Da können wir nicht so einfach raus und spielen gehen. Ja. Na, und dann wird er halt ein bisschen sauer, wenn er nicht kann. Und ja, Jack, willst du dich nicht entschuldigen? Ja, tut mir leid. Das war doof von mir. Kannst du mir verzeihen? Ja, ist okay. Das kann schon passieren, wenn man nicht raus kann und gar nichts machen kann. Ja, wisst ihr was? In unserer Geschichte heute geht es übrigens genau über genau sowas. Kain und Abel, die haben sich auch mal richtig gezofft. Wie? Wer waren das? Kain und Abel, das waren die Kinder von Adam und Eva. Oh, wer war denn der Ältere? Kain war der Ältere. Kain war der erste Sohn und dann kam Abel. Und ja, dann kamen noch ganz viele Kinder, aber die beiden sind die berühmtesten. Oh, wieso denn das? Naja, die hatten einen Streit, oder besser gesagt, Kain war mal ein bisschen sauer geworden, so wie du, aber viel schlimmer. Wie viel schlimmer? Oh, der hat etwas getan, was er nachher bereut hat, aber was er nicht rückgängig machen kann. Was denn? Hat er dem Aral sein Spielzeug weggenommen? Nein. Hat er ihn geschubst? Auch nicht, aber sowas ähnliches. Soll ich es dir mal erzählen? Ja. Siehst du, Kain und Abel, die waren die ersten beiden Kinder von Adam und Eva. Und Kain, der wurde zum Ackermann. Der hat auf den Feldern was gesät, hat Sachen geerntet. Oh, wie ein Bauer. Ja, wie ein Bauer, nur ohne Traktor. Wie ohne Traktor? Ja, ohne Traktor. Der musste alles von Hand machen, alles mit seinen Muskeln. Das ist ja doof, das dauert ja ewig. Das dauert ewig, aber vergiss nicht. Gott hat zu Adam gesagt, weil Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen durften. Deswegen musste Adam jetzt lang und hart arbeiten. Und das gilt genauso für seine Kinder. Wie? Nicht nur für Adam? Nee, nicht nur für Adam, sondern auch für die Kinder und für deren Kinder und für deren Kinder. Und das heißt auch für uns. Oh nein. Oh ja, so ist es leider. Naja, Kain war sowas wie ein Bauer. Und Abel, was hat der gemacht? Abel wurde ein Hirte, der hat auf Schafe aufgepasst. Oh, Schafe sind süß. Ja, aber Schafe machen auch viel Arbeit. Man muss immer aufpassen, wo sie hinlaufen. Man muss schauen, dass genug Gras und Wasser da ist. Oh, okay. Ja, siehst du, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das denkt. Und dann muss man die auch einmal im Jahr scheren, ja, das ganze Fell abschneiden. Okay. Ja, und das musste er auch von Hand machen. Da hatten sie noch keine Maschinen, wo sie so rasieren konnten. Das war alles harte Arbeit. Oh, ja, das ist nicht so gut. Das ist fast wie wenn ich lernen muss für die Schule. Ja, das ist so ähnlich. Das ist auch nicht leicht und ich... Ja, mein Kopf raucht immer, wenn ich so viel lernen muss. Aber das war dann halt eine andere Art von Arbeit. Das war nicht Kopfarbeit, sondern Arbeit für die Muskeln. Okay, aber was dann passiert? Du hast gesagt, keiner hat das sowas gemacht. Und zwar hat eines Tages der Kain Gott ein Opfer gebracht. Wie ein Opfer? Ja, der hat da ein bisschen von seinen Früchten was gesammelt und hat sie für Gott so dahingelegt. Gesagt, Gott, das ist für dich. Okay, aber das kann doch nicht alles sein. Nö, der Abel hat auch ein Opfer gebracht. Der hat ein Schaf geschlachtet, hat es verbrannt und auch gesagt, Gott, das ist für dich. Okay, dann haben sie beide das Gleiche gemacht. Aber wieso war denn der Kain... Dann böse. Der Kain, der hat zu Abel geguckt, zu seinem Opfer, hat auf sein Opfer geguckt und Gott hat auch auf die beiden Opfer geguckt. Wie, Gott hat geguckt? Gott hat zugeguckt. Und dann?
Und dann hat Gott auf das Opfer von Abel geguckt und sagt, das ist gut. Und hat auf das Opfer von Kain geguckt und gesagt, nicht so. Ist okay, aber das von Abel war besser. Okay, und was ist dann passiert? Naja, weißt du, was dann passiert ist? Weißt du doch, wenn einer deiner Freunde ein besseres Spielzeug hat. Oh, ja, der hat ihm das weggenommen. Nein, der wurde neidisch. Ach so, ja, manchmal passiert das. Manchmal. Und der Kain wurde neidisch. Und weißt du, was er gemacht hat? Nee. Der hat im Kopf nachgedacht. Der Abel, so einer, der Gott mag ihn lieber. Was mache ich jetzt? Nicht gut. Oh, tatsächlich nicht gut. Und er wurde immer wütender und immer wütender. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Nee. Gott hat gesagt, Kain, was machst du da? Ja, lass dich doch nicht von der Sünde beherrschen. Ja, du sollst ja Herrscher über die Sünde sein. Du sollst nicht zulassen, dass die Sünde dein Leben beherrscht. Wie denn das? Was hat denn die Sünde mit den Gedanken zu tun? Ja, das, was wir denken, das ist ja, da fängt die Sünde schon an. Ja, wenn ich was Schlechtes möchte, wenn ich denke, ah, der Jack ist doof. Nein, das bin ich nicht. Ja, ich sag ja nur, wenn ich denke, nein, ich bin nicht doof. Nur wenn ich denke, ja, nur wenn. Wir überlegen nur drüber. Das ist, ich sag nicht, dass du doof bist. Okay. Das ist nur ein Beispiel, damit die Kinder verstehen, was ich sage. Ach so, ja, Kinder, ich bin nicht doof, ne? Nein, bist du nicht. Aber wenn ich denken würde, ne? Nur wenn. Wenn? Ja, dass du doof bist. Okay. Da fängt die Sünde schon an. Denn dann fängt die Sünde an, meinen Kopf zu vergiften oder meine Gedanken zu vergiften. Und irgendwann werden diese Gedanken zu Taten. Und wenn die Taten kommen, kann es sein, dass ich dir irgendwann mal so auf die Nase haue. Oh nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und deswegen hat Gott auch zu Kain gesagt, Kain, ne, tu das nicht. Was du, denk nicht darüber weiter nach. Lass das sein. Oh. Und hat Kain auf Gott gehört? Leider nicht. Der Kain hat sich mit dem Abel am Feld getroffen und dann hat er nicht seine Fäuste genommen, oder? Nein, nicht mit den Fäusten. Da hat er einen fetten Stein genommen. So einen richtig großen, schweren Stein. Während er Abel nicht gerade weggeguckt hat, hat er den Stein genommen und BÄM! Auf den Kopf von Abel gehauen. Oh nein, das tat ganz sicher weh. Bestimmt, aber der Abel hat nichts mehr gespürt, weil er tot war. Oh. Oh nein. Das war ja nicht nur doof, das war schlimm, schrecklich. Das war schrecklich. Und Gott hat auch gesagt, Kain, was hast du gemacht? Ja, guck mal, die Stimme von dem Blut von deinem Bruder, die schreit zu mir. Die schreit, guck mal, was mir angetan wurde. Oh nein, was hat Gott denn gemacht? Hat er den Kain bestraft? Hat ihn bestraft. Kain wurde verflucht. Sein Leben sollte ganz, ganz schwer werden. Oh nein. Ja, und der Kain hat so viel Angst gehabt, dass er zu Gott gesagt hat, oh nein, oh Gott. Ja, die Leute werden, wenn die Leute mich sehen werden, die werden mich töten, ja? Wenn die erfahren, dass ich meinen Bruder getötet habe, die werden mich selber töten. Oh, ja, das stimmt. Die Leute werden immer ganz böse, wenn jemand was Doofes getan hat. Ja, die Leute werden immer ganz böse, wenn jemand was Doofes getan hat. Und weißt du was? Gott hat auch auf den Kain aufgepasst. Der hat gesagt, Kain, keine Sorge, ich habe dich zwar bestraft, aber ich passe auch auf dich auf. Ich will nicht, dass du stirbst. Okay. Hat er dann einen Engel geschickt? Nicht ganz. Hat er Soldaten geschickt? Auch nicht ganz. Was hat er dann gemacht? Dann hat er Kain ein Zeichen gegeben auf die Stirn. Was für ein Zeichen? Ich weiß nicht, aber es war ein Zeichen. Okay, und das heißt das? Und das heißt, wenn jemand Kain tötet, soll er siebenfach gerecht werden. Siebenmal schlimmer soll er bestraft werden, als das, was er dem Kain angetan hat. Oh, okay. Also passt Gott auch auf die bösen Leute auf? Gott passt auch auf die bösen Leute auf. Wieso denn das? Weil Gott nicht möchte, dass wir Böses tun. Oh, richtig, ja. Gott möchte, dass wir uns ändern, dass wir uns zu ihm bekehren, dass wir das Richtige tun, das, was Gott möchte. Ah,
Und deswegen hat er auf kein Ohr gepasst. Deswegen hat er auf kein aufgepasst. Und deswegen passt Gott auch auf uns auf. Und wenn wir Böses tun oder wenn wir anfangen, Böses zu denken, ja, in unserem Kopf, dann sollen wir das sein lassen. Gott warnt uns ja auch. Ne? Pass auf, lieber Junge, liebes Mädchen. Ne? Pass auf, lieber Jack. Pass auf, lieber Eduard. Ja, ich wusste, dass du gleich lassen. Ja, Gott sagt, pass auf. Ich möchte nicht, dass die Sünde deine Gedanken vergiftet. Ich möchte nicht, dass du dann, wenn du über Böses nachdenkst, auch was Böses tust. Lass das sein. Gott warnt uns. Oh, okay. Gott warnt uns und deswegen sollten wir auf Gott hören, damit wir nicht etwas Böses tun und das dann bereuen. Das ist gut. Da muss ich auch drüber nachdenken. Das solltest du tun. Gut, verabschieden wir uns. Tschüss, liebe Kinder. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.